Freunde und willkommen zu Flotsam hier bei Torrengen Freelance Gaming. Wir spielen das Ganze an, kommt am Donnerstag, den 26. September raus, also dauert gar nicht mehr so lange. Kommt ins Early Access Programm von Steam und ja, das ist ein Aufbauspielchen und ja, im Prinzip ist der Hintergrund schon ein bisschen Programm und auch der Name. Geht hier also Flotsam ist ein Bergungsgut, was so, ne, so auf dem Meer rumschwimmt. Auch eine ganze Menge Plastikmüll, so Späße, die wir hier auch benutzen, ist immerhin. Das ist eine schöne Sache. Ja. Wir starten direkt ins Spiel. Also, es ist ein Aufbauspielchen. Wir haben hier eine Stadt. Das ist von mir aus dann wieder Freetown. Wir starten das Abenteuer. Ihr seht, das Ganze ist auf Deutsch vorhanden. Ist ein Unity-Spielchen. Hat auch schon ein paar, sage ich mal, Preise abgeräumt. Ich habe nur ganz ein bisschen reingeschaut, mir das Tutorial angeguckt. Ne? Also im Prinzip ist das Tutorial hier, wenn ihr dann selber spielt. Auf der linken Seite sind so kleine Einträge mit vielen verschiedenen Sachen, mit Grundlagen, mit Steuerung und mit dem Bau. Wir werden jetzt mal das Ganze, weil ich das eh schon weiß, also quasi so nebenher spielen. Ihr seht, das hier ist die Markierung, eine Markierungsboje, die ihr setzen könnt. Dort schwimmen dann uns eure Leutchen dann hin. Wir wohnen momentan alle in diesem lustigen Turm hier. Hier oben auf der Seite seht ihr die Ressourcen, zumindest ein Teil der Ressourcen. Ja, das Essen, Lebensmittelvorräte, hier die Wasservorräte, nasses Holz, getrocknetes Holz, Plastikmüll und Altmetall. Hier unten gibt es noch ein Inventar, ein allgemeines Inventar. Hier seht ihr quasi auch aus, was unsere Lebensmittel hier bestehen. Das sind tatsächlich hier 40 Konserven. Immer später können wir auch fischen und so weiter. Also ich meine, also zum Allgemeinen hier oben auf der linken Seite hat er die Zeitsteuerung. Ja, kann es ja sein, dass man da immer wieder mal ein bisschen die Zeit länger beschleunigt. Weil, na, Schwimmen ist nicht so einfach und die brauchen halt eine Weile. Mal gucken, können wir uns ein bisschen umgucken. Naja, hier hinten. Es gibt, also wir können tatsächlich die Insel später bewegen. Soweit weiß ich zwar noch nicht, aber ja, wir können sie bewegen. Und ja, es gibt auch solche Orte wie den hier, die man theoretisch dann ausbeuten kann. Dafür braucht man ein Bergungsboot. Da bin ich gespannt, ob wir zumindest so weit spielen, dass wir das mal gemeinsam machen können. Aber gut, markieren wir mal. Wir brauchen während der ganzen Menge Holz, weil wir auch noch Plastikmüll brauchen. Deswegen machen wir mal hier so. Schicken wir da mal zwei Leute hin. Kannst schon mal laufen lassen. Und hier, wie gesagt, Plastikmüll werden wir auch brauchen. Schickt da auch mal. Kannst sogar drei Leute hinschicken. So, und da schwimmen sie schon. Ein bisschen dabei zu gucken, ja. Wie Hardy. Clementine Hardy. Booyabase. Oder Booyabay. Alles klar. Ihr seht, die haben auch Bedürfnisse. Also das Essen, die Gesundheit, den Schlaf. Das ist das Erste, was wir so ein bisschen machen werden. Naja, nicht ganz das Erste. Aber das mal nämlich einen Steg bauen und an dem werden wir Betten bauen. Ihr seht hier oben 100 Zahl und Hauskapazität. Also 100 Zahl ist im Moment 3 im Prinzip. Auch wenn das eigentlich mehr sind, die hier rumschwimmen, oder? Oder sind es 1, 2? Ne, sind tatsächlich 3 Leute. Okay. Wunderprächtig. So. Das heißt, wir brauchen eigentlich 3 Häuschen. Ich weiß auch gar nicht, wie neue Leute sich anschließen. Also ich gehe davon aus, dass dann irgendwie, keine Ahnung, mit dem Schiff mal was ankommt oder so. So. Ihr seht schon, ne? Auch hier kann man schon mal ein bisschen beschleunigen, ja. Das ist so der, sag ich mal, die erste Variante. Später kann man das auch mit dem Boot machen, wenn es weiter weg ist. Ihr seht hier, schwimmt eine ganze Menge Zeug rum, was wir alles verarbeiten können. Hier unten ist der Baumodus dann entsprechend. Wir werden mal mit einem Steg anfangen, dass wir nicht alles hier so komisch an unser Turm dran klatschen. Also brauchen wir noch ein bisschen mehr Plastik. Wir machen erstmal einen einzelnen Steg. Wir können dann daran immer noch weiterbauen. Ah ja, das könnten wir auch. Ja, gut, dann machen einen Doppelstick. Das sollte uns quasi fürs ganze Let's Play hier reichen. Einmal hier drin sind es schon fertig, perfekt. Mit nassen Holz kann man eigentlich noch nicht so extrem viel anfangen. So, wir können auch später noch weitere Lager errichten. So, da ist schon das, was wir mit nassen Holz machen wollen. Ne? Mit dem Trockengestell können wir Holz trocknen. Kann auch Fische trocknen. So, wir werden das mal hier. Ist das genau so? Da werden wir gleich 2 von bauen, höchstwahrscheinlich. Hier noch nicht fertig. Nee, da ist noch 34. Seht ihr auch hier in dem Region. Wir können das ganze Ding auch vergrößern. Und dann erweitert sich das dementsprechend. Brauchen natürlich die Leute auch entsprechend länger, ja. So. Hier wird dann fleißig gebaut. Das ist so ein eigentlich ganz netter, leicht süß gehaltener Comic-Look. Recht angenehm anzuschauen, die Farbpalette
auch eher, sag ich mal, fröhlich. Ja. So, hier wollen wir gerade das Holz herstellen. Und dann wird gleich einer unserer kleinen Bewohner hier langkommen und drei Holz aufhängen. Ja. Genau, da seht ihr sie schon. Das dauert eine ganze Weile, deswegen ist es ganz nett, wenn man davon gleich mehrere baut. So, will ich keinen Platz verschwenden hier. So, das ist dann mal der Anfang. Und denn hierfür, das seht ihr, brauchen wir tatsächlich Plastik und wir brauchen getrocknetes Holz. Deswegen habe ich die Markierung hier auch gleich erwartet, dass wir ein bisschen mehr Plastik einsammeln können. Wenn ihr habt das, was hier so rumfliegt, das sind... Ich meine, das müssen Vögel sein, oder? Wir werden von irgendwas bombardiert. Könnte auch Mikrometeore sein, man weiß es nicht, ja. Sieht man gerne auch ziemlich weit raus... Oh. Wir haben ihn noch gar nicht gesehen hier. Also fischen kann man später auch. Ich weiß nicht, ob man Wale fangen kann. Aber gut. Der hat ganz schön krasse Zähne. Also irgendwas muss ja vorgefallen sein, wenn hier irgendwelche mutierten Wale unterwegs sind. So. Also auch hier mal zum Trocknen. Ihr seht, die erste Trockenladung ist auch schon fertig. So, wollen wir... Ja, komm. Mal so einen Steg raus. Warum auch nicht? Wir könnten auch das Ding hier gleich mal etwas erhöhen, ja. Genau, dann ist jetzt nämlich einer von denen hier rüber gekommen. Müssen ja nicht zwei hier am Bauen sein. Wir werden eine Menge Plastik brauchen. Hier Sammy. Sammy Flott kann das hier übernehmen. Der muss aber bald was trinken. Auch Wasseraufbereitung müssen wir dann übernehmen demnächst. Ja, ich glaube, die hier sind fertig. Ja, guck mal an. Damals gerade gesehen, wie sie umgeschaltet sind. Inventar der Stadt ist voll, du musst mir Lagerplatz bauen. Ach du meine Güte. Ein kleines Lager. Muss ein bisschen Plastik. Na, bau mal. So, ist natürlich ungeschickt, dass das Lager voll ist. Wir müssen ja das Holz und so weiter einlagern. Ah ja, guck mal, jetzt können wir auch schon den Holzschuppen bauen. Theoretisch. Da können wir dann Sachen herstellen. Und Brennholz. Können wir hier packen und danach bauen wir die Häuser. So, jetzt dürften wir wieder genug Lager haben. Können wir einstellen, was hier gelagert wird. Alles, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nicht hier speziell festlegen auf irgendwas. Kloppidiklopp, wir machen mal schneller. Komm, wir machen hier die ganzen Tutorials weg. Die kennen wir doch alle schon. So. So schwer ist das Spiel nicht. Relativ leicht zu erlernen. Deswegen ist hier jetzt auch kein ausführliches Tutorial drin. So, Taue können wir direkt mal theoretisch herstellen. Theoretisch nur, weil wir eigentlich erstmal Häuser bauen wollten. So, die wurden aufgehängt. Die werden jetzt abgenommen. Das heißt, wir können... Naja, Häuser ist jetzt vielleicht das falsche Wort dafür. Es sind halt, ja... Es sind halt Flüsse mit einem Bett drauf, ne? Das Ganze hier sehen, das haben wir das so mit ein bisschen in Sicht. Davon müssen wir jetzt drei Stück bauen, dass die Leute zufrieden sind. Das hier daneben ist die Anzahl der Anlegestellen und der Boote. Gut. Sehr schön, das hat einer zumindest, dass einer kann schlafen. Müssen mal warten, bis hier weiteres Holz getrocknet wird. So, jetzt der nächste. Kriegt man nicht hier noch hin? Ja, yep. Ja, ein bisschen unangenehm wahrscheinlich hier das Ganze, falls es regnen sollte. Warum ist der Sound gerade lauter geworden? Was zur Hölle? Wieso ist der Sound lauter geworden? Beziehungsweise machen wir hier so. Okay. Äußerst komisch, weil wir jetzt einfach näher da sind, auf der anderen Seite. Das könnte natürlich sein. Wuppdiwupp, schwuppdiwupp, alles klar. So, eins noch. Dann können auch alle in Frieden schlafen und alles. So, und hier können wir dann zwei Teile mal in Auftrag geben. Die brauchen wir zum Beispiel, glaube ich, dafür. Aber hier geht es sogar ohne. Aber für die Schiffe. Genau, für die Anlegestelle. Wir sind hier alle am Bauen. Wir werden mal das Ganze sogar noch vergrößern.
genau, holt mal das alles hier raus. Oder rein, besser gesagt. Ja, hallo, es wäre auch... Genau, wollte schon sagen, ne? Mal ablegen und zum Trocknen. Wir haben kein Holz mehr. Kommt jetzt aber gleich ein bisschen was rein. Perfekt. Hier drüben gibt es noch vorwiegend Holz. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, wir werden davon eine ganze Menge brauchen. Machen wir mal eine Markierung dahin. Ja, die wollen alle Ach, mal, da hat einer geschlafen gerade. Oh, der Gruppenbaracke hier quasi. Die liegen irgendwie... Sieht das komisch aus wieder. Ja, nee, da ist aber nur irgendwas. Da liegen da alle irgendwie so schräg drauf, so ein Fötushalter, keine Ahnung. Ist eine bequeme Schlafposition. Oder eine der natürlichen Schlafpositionen, habe ich mir sagen lassen. Ja, guck mal an. Man sieht sogar im Lager, wie das Zeug gestapelt wird. Also was mag ich solche kleinen Details? Das ist echt schön. Okay, so jetzt könnten wir die Anlegestelle. Wir bauen aber erstmal die Wasseraufbereitungsgeschichte hier. Dafür werden wir Feuerholz brauchen. Ich baue mal Feuerholz. So, ne? Wasser geht nämlich langsam zur Neige. So, und da wird auch gearbeitet. Ich meine, ich könnte ja mal ein bisschen auch mal in normaler Geschwindigkeit laufen lassen. Erstmal alles hinschmeißen, was man da braucht. Perfekt. So, und jetzt haben wir hier die Anlegestelle zum Beispiel. Ich kann mal eine hier hin machen. Ich kann auch direkt die zweite machen, oder? So. Und ein Fischerboot fürs Futtern. Und ein zweites Boot fürs Bergen. Okay, jetzt wird das Ganze hier gebaut, so hier wird schon das Zeug hergestellt fleißig. Ja, das weiß nicht man. Ja, wenn man draufklickt ist irgendwie, ja. Weiß nicht, ob da die Soundmischung so hundertprozentig in Ordnung ist, gerade hier beim Spiel eigentlich. Aber gut. So. Natürlich können wir auf die Karte, sobald wir ein Segel haben, können wir dann hier tatsächlich weiterfahren. Zu ganz vielen verschiedenen lustigen Orten. Da gibt es Öl, Dorfbewohner, verlassene Stadt. Verlassene Stadt. Huh. Trinkwasser, Öl, verlassene Stadt, Dorfbewohner. Ne? Also offensichtlich machen wir das auf diese Art und Weise. Ach, guck mal, und hier braucht man Öl, um weiterzukommen. Also wahrscheinlich müssen wir noch einen Motor dran bauen. Wind ist gerade auch okay, ja. Aber wir sind hier natürlich noch lange nicht fertig. Würde ja sogar dazu neigen, hier auch nochmal ein Lager irgendwo hinzubauen und weiteres. Ich natürlich alles abernten will. So, das ist, als müssen wir mit unseren Leuten hier vorlieb nehmen, auf jeden Fall. Und sagen, die bauen gerade noch, sind noch nicht fertig. So, und jetzt können wir dann gucken, was brauchen wir dafür. Wir haben noch viel Plastik. Ja, uns fehlt Plastik tatsächlich. Ja, da ist noch ein bisschen was. Hier ist auch noch eine ganze Menge. Es sind halt alle mit Bauen beschäftigt, deswegen sammelt gerade keiner was. So, und du machst mal hier ein bisschen Wasser. Was heißt du? Also irgendjemand, der sich hier dann... So, da wird abgeladen und eingeladen. Natürlich kann man also, wenn man das hier alles einstellt, kann man auch so eine lokale Lagerplätze dann machen, wenn es eine größere Stadt schon ist. Das wird ja dann immer größer, wenn man immer dieselbe Stadt weiterbaut. Gar keine Frage. Das könnte irgendwann richtig cool aussehen. Ja, das ist natürlich alles ja relativ kompakt zusammengebaut, weil, ne? Reasons. So. Ihr seht, da wird das Wasser durchdestilliert hier. Ich meine, es sieht auch alles echt schön aus, ne? Durch ein so ein Ding, dann haben wir vier Brennholz. Wie lange haben wir denn noch? Okay. Also hier können wir so viel einstellen, wie viel, bis zu welchem Limit die produzieren sollen. Also ihr könnt auch sagen, hier mach unendlich viel. Und
Ja, guck, dass wir davon immer 5 haben. Dass wir davon immer 30 haben. So, das kann natürlich, bei nur 3 Leuten auch dazu führen, dass wir hier die ganze Zeit nur eine Seile herstellen und, ja, keiner mehr zu irgendwas anderem kommt. Immer noch, das hier ist auch noch mal dran. Sind wir wieder alle am Bauen. Okay, wir können jetzt auch ein Fischerboot bauen, das machen wir mal als erstes. Die Nahrung ist zwar noch okay, da ist das Wasser dringlicher. So, jetzt wird auch hier Holz gemacht. Und die Leute noch am einsammeln. Das kann man wieder zumachen. Ich denke, das ist so okay. Guck mal kurz, hier Segelboot auf Felsen. Ein Verdüfter haben versucht, auf der Insel eine Stadt zu bauen. Keine gute Idee bei dem ganzen Müllfluten. Aber auf den Klippen ist ein Segelboot gestrandet. Vielleicht können wir den Mast gebrauchen. So, wir können das also bergen, wenn wir ein Bergungsboot haben. Wir können da ein Bergungsboot hinschicken. Das bauen wir als nächstes, wenn das Fischerboot fertig ist. Da drüben sind wir jetzt auch fertig mit Einsammeln von Sachen. Ich würde ja fast sagen, vergrößern dich mal ein bisschen. Na, andererseits, ne. Nee. Die hier, Markierung entfernen. Mach mal hier, da gibt es nämlich beides. So, 2 Leute sollen sammeln gehen. So, na, ihr seht schon, jedes Mal so, es ist, jetzt wird das eine zwar gebaut und es wird dafür gesorgt, dass die ganze Zeit Zeug da ist. Aber ihr braucht uns ehrlich gesagt auch. Ich möchte, dass die Leute hier verdursten. Das ist echt ein bitterer Tod, wenn man im Meer ist. Aber gut, Salzwasser ist halt nicht so geil. So, und theoretisch, könnten wir jetzt, suchen wir mal einen Fischschwarm, die sind hier immer wieder. Ein bisschen größer rein. Ja, dich kann man nicht fangen, aber ist das wirklich der, der am nächsten dran ist? Hier gibt es 25 Fische. Da drüben wäre auch noch einer. Mach mal. So, jetzt muss ich dann noch einer bemühen. Die Bayou Mac Boatface auszuwandern. So, Kapitän ist jetzt hier der kluge Flint O'Reef. Reels heißt er. Beziehungsweise ist sein neue Weltanführung, das Gefühl der Erfrischung. Und er ist ein Fristag, wird schneller hungrig. Also, die Lynx haben auch, hier verschiedene Eigenschaften. Also, da kommt ein bisschen Rimbled-Feeling wieder auf. Oder auch andere Konsorten. Ich nehme Rimbled mal als Beispiel. So, jetzt mal das Bergungsboot, hätte ich ja ganz gerne. Das so leuchten wir mit Plastik. So. Jetzt geht uns das Holz erstmal nicht aus. Ja. Da wird wieder alles verarbeitet. Hä? War das das Viech, was gerade diese komischen Geräusche gemacht hat? Ich glaube schon. So, jetzt sind sie gerade beschäftigt, die ganze Zeit das Zeug, nichts zu machen. Warte mal, was brauchen wir denn für das Boot hier noch? Plastik, okay. Ja, dann mach mal. Ja, ich will hier Ding jetzt schlafen. Sammy. Aber gut. Was muss, das muss, ne? Jetzt geht das zumindest gefühlt auch ein bisschen hoch hier, die Wasserreserven. Jetzt weiß ich aber auch gar nicht. Ist das Boot schon wieder da? Ja. Ah, doch. Tatsächlich habe ich auch gerade gesehen, dass er hier die Fische ausgelandet hat. So. Da haben wir 10 Knabberfische. Switchen das hier dann jetzt mal auf Fisch. Schön. So, wir haben auch die dritte Aufgabe. Ne? Ihr seht, also auch das können wir einstellen. Es geht alles wie gewohnt. Wir lassen jetzt mal alle auf allen. Das ist schon okay. Jetzt muss jemand permanent Wasser machen. Und dann muss hier sammeln. Dort das ganze Zeug hier auf- und abhängen. Genau, das macht er jetzt auch perfekt.
Siehst du mal, die unterstützen sich auch alle ganz gut hier, ehrlich gesagt. So, also Essen wird jetzt auch hergestellt. Jetzt wird hier nochmal Feuerholz gemacht. Wie viel haben wir denn davon gerade auf Lager? 4. Also okay. Ja, alles klar. Also im Prinzip macht die Person hier gerade das abwechselnd. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir zu wenig davon hier bekommen. Aber selbst wenn wir noch ein weiteres bauen würden, würde das nicht viel helfen. Beziehungsweise es würde nur was helfen, wenn... Was? Warte mal. Ach, das sind die Fische. Ich dachte, was ist denn das für eine... Das steht einfach eine Statue drauf. Okay. Alles klar. Das ganze Lager etwa schon wieder voll. Ich glaube nicht. Also jetzt müsste aber jemand vielleicht auch mal wieder hier raus, ne? Ich meine, zwei Personen sind die ganze Zeit beschäftigt, aber eine könnte eigentlich was anderes machen. Genau. Guter Mann. Ab an die Arbeit. Sammeln wir mal ein bisschen ein. Oh, das muss auch verdammt anstrengend sein. Die ganze Zeit rumst du schwer, um dir Zeug einzusammeln. Mit dem Kopf auf dem Rücken. Kommt auch echt jedes Mal immer tatsächlich nur ein Wasser raus, oder? Hab ich das eigentlich richtig gesehen? Wir können doch noch keine Tanks bauen. Also es gibt doch Wasserlager eigentlich. So. Hat er es mal mitgebracht hier? Ich glaube, der bringt gerade nur Holz mit. Dann brauchen wir natürlich auch, aber... Ja. Ach doch, jetzt lassen wir mal ein bisschen mehr Wasser bekommen. Na gut. 25,5 Essen. Na, so Fische kommen natürlich hier auch jetzt rein so langsam. Sehr gut. Also die Grundversorgung steht schon mal. Das ist sehr hilfreich. Gut. Ein bisschen weiter vom geschäftigen Treiben hier. So, jetzt sammel doch auch mal ein bisschen Plastik ein. Na, nicht nur das. Ach komm, jetzt gehen wir mal 2 Stück. Perfekt. Das heißt wahrscheinlich, dass der Fischspot alle ist. Ja, gut. Okay. Aber es ist schon okay. Jetzt haben wir ordentlich Fisch auf Lager. Da müssen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr los. Naja, 12 Stück. Sag mal, die zählen nur als 0,5 Nährwert. Alles klar. Knapper Fisch. Mit einem Auge. Wieso ich jetzt an diese Simpsons-Fisch denken musste, mit Muster den 3 Augen. Aber gut, vielleicht weil er ein Auge zu viel hat. Ja, Boot und Angeschnitte. Ja, ich würde ja gerne mal das Boot hier bauen, das zweite. Ich glaube, wir müssen das hier mal ein bisschen konsequenter machen. Mal kurz, also wir können auch mit Space pausieren. So. Oder, ja, machen wir es so einfach. Können die ganze Seite vergrößern, aber hol mal einfach vorwiegend Plastik rein. So, jetzt wird wieder Feuerholz gemacht. Was genau habt ihr nicht dran verstanden, dass wir davon... 205 direkt rausgehauen. Na, die werden schon wissen, was sie machen. Charlie weiß auch so was, mal sie mich hier beschweren. Doch, Folge ist noch nicht vorbei, Charlie. Wir haben noch ein paar Minuten. Kommst zu früh. Ach, Garderchen. Ach, das sind hier, glaube ich, schon gedingste Fische, oder? So wie die aussehen. Schon getrocknet. Okay, so, Wasser kommt wieder da. Ja, gut, ich denke, das passt jetzt alles hier. Jetzt, wenn sie sich jetzt mal bemühen würden, hier nicht schlafen gehen. Arbeiten gehen. Hallo. Da, schwimmen. Plastik holen. Naja, komm, wir brauchen mal das Bergungsboot hier. Zumindest das können wir schon mal hier reinpacken. Jetzt geht erstmal erst recht keiner weg. Eigentlich echt eine lustige Geschichte, solange bis irgendwie mal ein fetter Sturm ist und hier die Wellen über das ganze Ding zusammenbrechen lassen. ja, passiert, schätze ich.
so. Aber ich denke, das soll es mal gewesen sein für die erste Folge. Ich werde euch, also noch bevor das Ganze hier live geht, auf jeden Fall 2, 3 Folgen zeigen, dass ihr einen guten Eindruck habt vom Spiel, falls ihr euch das holen wollt. Falls es einen Humble Store Link gibt, dann findet ihr den natürlich in der Videobeschreibung und könnt mich damit unterstützen. Wenn nicht, dann findet ihr die üblichen Links zu den üblichen Shops wie immer. Und ja, lasst euch eine Bewertung da, wenn euch das Spiel gefallen hat und das Video gefallen hat. Eure Meinung höre ich mir natürlich auch gerne in den Kommentaren an. Und wenn ihr mehr angespielt, Geschichten zu Aufbauspielen, zu Wirtschaftssimulationen, zu Sci-Fi, zu 4X und zu vielen anderen Strategiespielen und Rollenspielen sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da und vergesst nicht die Glocke, denn ja, sonst vergisst euch der Algorithmus und ihr werdet uns nie wiedersehen. Also, ciao, ciao. Macht's gut, euer Torrent.